Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Lizard Utility Trailer Pack. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab dazu ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Tieflader. Der Autor von diesem Mod heißt hier SlowJazzModding und die Modgröße beträgt knapp 9,35 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs und da haben wir hier schon das Lizard Utility Trailer Pack. Das Ganze beinhaltet drei verschiedene Anhänger. Einmal haben wir hier den Lizard Utility Trailer 1. Dieser kostet uns beim ersten Kauf auf der Konsole knapp 4 Slots und jeder weitere Kauf kostet euch 1 Slot. Dann kommt hier der Lizard Utility Trailer 2. Auch dieser kostet uns beim ersten Kauf auf der Konsole knapp 4 Slots und jeder weitere Kauf kostet euch 1 Slot. Und zu guter Letzt kommt hier der Lizard Utility Trailer 3. Auch dieser kostet uns 4 Slots beim ersten Kauf auf der Konsole und jeder weitere Kauf kostet euch 1 Slot. Wir fangen hier aktuell wieder an bei dem Lizard Utility Trailer 1. Dieser wiegt 1,1 Tonnen und kostet euch aktuell in dieser Konfiguration 4.000 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier selber Reifenvariante, Standard, Standard 2, Standard 3, oder Standard. Dann kommt hier die Hauptfarbe hinzu. Hier könnt ihr sämtliche Farben wählen, wie hier mal in Schwarz gehalten, in Sonderfarbe 7 oder in Sonderfarbe 6. Dann habt ihr noch die Kotflügel anpassbar, auch hier in allen Farben. Einmal hier in Schwarz 3, in Sonderfarbe 7 oder passend in Sonderfarbe 6. Die Designfarbe habt ihr hier auch wählbar, auch hier in allen Farben, von Sonderfarbe 8 auf Sonderfarbe 6 oder hier zum Beispiel in der ersten Sonderfarbe. Und die Felgenfarbe habt ihr hier auch anpassbar in allen Farben, vorgewählt ist jetzt hier Silber, ihr könnt wählen Chrom oder auch gerne hier in Weiß. Das Kennzeichen dazu könnt ihr hier auch konfigurieren, dann kostet euch aktuell dieser Anhänger in dieser Konfiguration 3.550 Euro. Dann kommen wir hier mal zu dem Lizard Utility Trailer 2. Dieser wiegt 1,5 Tonnen und kostet euch aktuell in der Standardkonfiguration 7.000 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier wählbar die Reifenvariante, einmal Standard, Standard 2, Standard 3 oder auch hier wiederum Standard. Die Hauptfarbe ist hier auch wählbar in allen Farben, von Schwarz 3 auf Silber oder auch gerne hier in Schulten Orange. Die Designfarbe, hier zum Beispiel die Kotflügel, habt ihr hier auch anpassbar in allen Farben, von Schwarz 3 auf Schwarz 4 oder auch passend hier in Schulten Orange. Die Designfarbe habt ihr hier auch wählbar. Vorgewählt ist jetzt Sonderfarbe 8. Ihr könnt ja auch wählen Sonderfarbe 5 oder auch gerne hier in Schwarz, in Grau oder in Weiß. Die Felgenfarbe ist natürlich auch anpassbar, auch hier in allen Farben, von Silber auf Schwarz oder auch hier in Weiß. Dann kostet euch aktuell dieser Anhänger hier in dieser Konfiguration 8.060 Euro. Und zu guter Letzt haben wir hier noch den Lizard Utility Trailer 3. Dieser wiegt 1,9 Tonnen und kostet euch aktuell in der Standardkonfiguration 9.000 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier wählbar Reifenvariante, Standard, Standard 2, Standard 3 oder Standard. Die Hauptfarbe ist hier auch wählbar in allen Farben, von zum Beispiel Schwarz 3 auf Challenger Gelb oder hier mal gern in Goldhofer Blau. Die Designfarbe habt ihr hier auch wählbar in allen Farben, vorgewählt ist jetzt Schwarz 3, Sonderfarbe 6 oder auch passend hier in Blau. Die Designfarbe ist hier auch wählbar, auch hier in allen Farben,
von Sonderfarbe 8 auf Sonderfarbe 6 oder hier mal in Schwarz 3. Die Felgenfarbe ist hier auch anpassbar, einmal hier in Silber, in Schwarz 5 oder auch gerne hier in Weiß. Das Kennzeichen dazu könnt ihr hier auch konfigurieren. Dann kostet euch aktuell dieser Anhänger hier in dieser Konfiguration 9.910 Euro. Wir haben hier aktuell ein paar Modelle hingestellt und diese möchten wir natürlich auch gerne mal ausprobieren. Wir nehmen einmal hier diesen Fendt und koppeln jetzt mal den ersten Anhänger hier mal an. Wir fahren hier einfach hin, drücken X mit ankoppeln. Dann haben wir jetzt zum Beispiel die Bremse, zwei Stück. Dann Rückverleuchten. Keine Rückverleuchte, okay. Dann haben wir hier Blinker hinten rechts, hinten links. Und auch das normale Licht. Das normale Licht ist aktuell auch hier mit den zwei Scheinwerfern nach hinten. Wir können hier in der Tastbelegung wählen mit L1 und Kreis. Tieflader senken. Oder auch wählbar L1 und rechtes Stick nach oben oder nach unten. Da können wir das Ganze hier hoch und runter fahren. Wir können hier noch wählen, aktuell in der Tastenbelegung. L1 und R1, rechtes Stick nach oben oder nach unten. Und können das Ganze auch hier in der Höhe verstellen. Ich hoffe, man sieht das hier jetzt. Und dann könnt ihr hier noch mit R1 und R3 die Spanngurte anbringen. Dann nehmen den zweiten Anhänger. Als Beispiel jetzt dieser hier. Auch hier einfach hinfahren und X mit ankoppeln. Wir können hier mal ein Stück nach vorne fahren. Da haben wir hier auch das Bremslicht dazu, das normale Licht und die Scheinwerfer nach hinten, sowohl Blinker hinten links als auch Blinker hinten rechts. Dann können wir hier wählen L1 und Kreis für Tieflader senken oder heben und L1 und rechter Stick nach oben oder nach unten, um das Ganze hier hoch und runter zu fahren. Als Beispiel. Wir können allerdings noch wählen, mit L1 und R1, rechter Stick nach oben oder nach unten. Da können wir das Ganze hier auch hoch und runter fahren. Oder wir können hier wählen, R1 und R3 für die Spanngurte anzubringen. Dann fahren wir auch diesen mal hier kurz hier rüber. Und nehmen jetzt mal den letzten Anhänger mit. Auch hier einfach ankoppeln. Ja, X mit ankoppeln. Da fahren wir jetzt mal hier rüber. Hier haben wir die Bremsleuchten. Das normale Licht. Und die Strahler nach hinten natürlich, die zwei. Sowohl Blinker hinten rechts als auch hinten links. Dann können wir hier noch wählen aktuell L1 und Kreis für Tieflader heben und senken. Dann können wir hier noch wählen L1 und Steuerkreuz nach links für Abdeckung öffnen oder schließen. Oder L1 und rechter Stick nach oben oder nach unten, um das Ganze hier hoch und runter zu fahren. Wir können noch allerdings wählen, L1 und R1, rechter Stick nach oben oder nach unten, um das Ganze hier hoch und runter zu fahren. Oder wir können hier wählen, R1 und R3 für die Spanngurte anzubringen. Wir können jetzt als Beispiel mal hier diesen John Deere hier nehmen und können mal schauen, ob
der hier auf diesen Tieflader hier passt. Da werden wir ganz langsam hier dran fahren. Machen wir natürlich wieder zu. Zack. Und damit wegfahren. Ihr habt sogar die Möglichkeit, auch hier noch was davor drauf zu stellen. Hier als Beispiel Motorrad oder halt kleinere Sachen. Und da könnt ihr auch mit diesem Anhängerpack viele verschiedene Dinge von A nach B transportieren. Damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt dazu, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt mir diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne auch auf Twitch oder schaut mal bei uns im Discord vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.